Grüezi, hallo, servus. Vielen Dank, dass du dabei bist, dass du dir dieses Video anschaust. Das Thema Einweihung, Sinn und Zweck von Einweihungen. Ja, weißt du, es muss ja nicht deiner Meinung, deinem Bewusstsein entsprechen. Ich sage immer, also das ist es, soll es nicht meine einzige Wahrheit oder die alleingültige Wahrheit sein, aber ich habe schon früh in meinem Leben immer den Kopf geschüttelt, habe gedacht, was ist da eigentlich los? Also was machen da die Menschen Komisches, Lustiges? Also da diese besonderen Einweihungsrituale, also jetzt meine ich, wenn ich von Einweihungen spreche, meine ich jetzt Einweihungen zum Beispiel für irgendwelche, für Heilen oder für Therapieren oder für eine Bewusstseinsebene oder so, also eine Einweihung, wo man dann irgendwie ein Portal geöffnet bekommt oder einfach eine Fähigkeit dann sozusagen, wo einem dann dies und das zur Verfügung steht, sozusagen. Also, das ist einfach, das ist doch komisch. Also, ich war immer der Ansicht und bin es natürlich weiterhin, dass geistiges Wissen, ja, also zum Beispiel alles von der Akasha-Chronik, oder das Allwissen, das göttliche Wissen, dass das allen gleichberechtigt zur Verfügung steht. Ja? Und auch selbst, also da gehört auch dazu, wenn ich jemanden heilen möchte, also lasse dir doch das bitte mal auf der Zunge vergehen lassen. Lasse das bitte auf der Zunge vergehen, genau. Wieso soll man das Thema heilen, therapieren, einschränken? Jeder, der will, der kann doch einfach, der kann, und der muss übrigens auch nicht xx teure Ausbildungen machen, ja, das ist einfach meine subjektive Meinung, einfach das, was aus meinem Bewusstsein kommt. Wenn jemand heilen möchte oder therapieren möchte oder Zugang eben zu irgendwelchen oder eben zum Allwissen haben möchte oder sonst was, der hat einfach Zugang, Punkt. Also jeder von uns ist Gottmensch, jeder von uns ist Gottmensch, jeder hat das Geburtsrecht zum Beispiel uneingeschränkt heilen zu können, therapieren zu können, als Kanal wirken zu können, Wissen weiter vermitteln zu können. Ja, eben, also, von mir aus machen spezielle Einweihungsprozederen, Rituale, solches Zeug, das macht für mich absolut keinen Sinn. Ja, ich kann es nicht nachvollziehen. Vielleicht kannst du mich aufklären, also falls du ein, ich will es nicht verurteilen explizit, also falls du ein Einweihungsexperte oder eine Einweihungsexpertin bist oder darauf Wert legst, dass das verschlüsselt ist, dass das nur für gewisse, ja, dass da nur Leute Zugang haben, die extrem viel dafür bezahlen oder da spezielle Kurse machen, das, du kannst mich bitte aufklären, ja. Aber ich sehe, also jeder ist berechtigt, nochmals, jeder ist berechtigt, zu heilen, zu therapieren, Wissen zu vermitteln, auf Empfang zu stehen, alles Mögliche zu empfangen. Ja? Gut, also mehr braucht es eigentlich nicht mehr. Ja, kannst mir ja mal deine Meinung sagen, was du dazu meinst, ja, wie du das siehst, ja, würde mich interessieren.
Auf alle Fälle vielen Dank fürs Hinhören und Hinsehen. Mach's gut, alles Gute, bis zum nächsten Mal.